1. Juni 2013 gastierte David Garrett mit Band und Orchester auf dem Königsplatz in München. Der Star-Violinist sorgt seit Jahren mit seinen Interpretationen von Beethoven bis Michael Jackson für ausverkaufte Venues. Event Elevator hat sich mit FOH-Mann Kai Ulrich unterhalten und ihn gefragt, was für ihn die besondere Herausforderung ist bei der Arbeit mit David Garrett. Man hat einfach ein sehr dichtes Signal. Wir haben ja über 90 Inputs, wir haben ein ganz komplettes Orchester, wir haben eine komplette Band. Und mein Anspruch ist eigentlich, dass ich diese Geige da einpflege in einer Weise, dass sie für den Zuschauer laut genug ist, aber dann doch irgendwie geschmackvoll eingebunden. Ein Orchester zu mikrofonieren ist eine spannende Angelegenheit. Normalerweise würde man das nicht per Close-Miking erledigen. Bei Konzerten unter freiem Himmel und in Kombination mit einer Rockband sieht die Sache allerdings etwas anders aus. Wir benutzen Close-Miking für die ganzen Streicher, also DPAs. In der Klassik würde man das in der Regel nicht machen, da ging es ja ein bisschen von weiter weg, damit da etwas natürlicherer Klangkörper entsteht. Das ist aber mit so einer Verbindung mit einer Band unschön, weil die da einfach zu viel reinhaut. Also obwohl wir ja schon, wie du siehst, das Schlagzeug haben wir schon mit Plexiglas umstellt. Die Gitarrenboxen befinden sich an der Seite der Bühne, dass die auch nicht, das Ganze läuft komplett über In-Ear, außer so ein paar Wedges in der Mitte für David. Aber du würdest einfach das Orchester nur zu indirekt für so eine Rockanwendung bekommen. Du versuchst bei einer Klassik ja eigentlich ein Orchester so zu verstärken, dass es eigentlich nicht richtig aus der Bühne rauskommt, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, es kommt von der Bühne. Und dieses etwas Indirekte, was dadurch entsteht, ist da eher noch hilfreich. Hier hast du eben wirklich die direkten Signale einer Band und da muss das Orchester ja mithalten. Da kommt man bei vielen Sachen um Close-Miking nicht drum rum. Ich meine, die ganzen Bläser sind natürlich ganz normal abgenommen mit Röhde NT5 nehmen wir da. Aber die ganzen Streicher haben eben DPAs direkt dran geklemmt. Das machen die sich auch selber dran, das kennen die schon. Darum ist es eben, das ist der Unterschied zur Klassik. Man kann und muss Close-Miking betreiben. Bei der aktuellen Tournee, die von Pool mit Equipment und Manpower ausgestattet wird, kommt das neue Leo-System von Meyer Sound zum Einsatz. Systemingenieur Thomas Mundorf, der unter anderem auch als Freelancer für Meyer Sound tätig ist, berichtet von seinen ersten Erfahrungen mit dem System. Ein unglaublich leistungsfähiges System. Das erste Mal, dass ich also wirklich ein ganz normales Konzert oder Festival damit gemacht habe, war letztes Jahr im Sommer in Schweden, in Göteborg. Und wenn Lichtleute von Nachbarbühnen beim Soundcheck vorbeikommen und fragen, was da hängt, dann muss das schon was Besonderes sein. Und was sagt Kai Ulrich zu Leo? Wir haben ja angefangen mit Indoor-Shows. Da ist mir als erstes aufgefallen, dass die Auflösung sehr schön ist obenrum. Also man hörte Dinge, die noch keines Menschenohr wahrgenommen hatte bisher. Und seit wir draußen sind, bin ich einfach hingerissen von dieser unglaublichen Tragweite. Also ich bin bei der ersten Outdoor-Show wirklich mal so weit gegangen, wie mich meine Füße trugen. Das waren bestimmt 250 Meter. Und natürlich hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Wind ab, aber ich hatte da wirklich noch das volle System über den gesamten Frequenzbereich. Und es fällt dann sehr gleichmäßig ab. Das war das, was mir Outdoor am meisten aufgefallen ist. Und vom Aufbau her ist mir halt aufgefallen, dass es natürlich unglaublich praktisch ist, ein System zu haben, wo man die Winkel ohne Last machen kann, sodass man, wenn man mehrere Shows hintereinander hat mit derselben Winkelung, was bei Outdoor ja leicht passiert, braucht man das System im Prinzip nur abends abzusetzen und morgens wieder aufzuhängen, ohne das jedes Mal zu resetten und wieder neu zu winkeln. Was ist eigentlich das Besondere an Leo? Wie uns Thomas Mundorf erläutert, verfügt das System über enormen Headroom und demzufolge auch bei hohen Schallpegeln über einen sehr linearen Frequenzgang. Wenn ein Lautsprechersystem irgendwann mal so den Rahmen dessen erreicht, was leistungsmäßig zur Verfügung steht, dann fängt dieses System an, sich plötzlich anders zu verhalten. Das heißt, der wiedergegebene Frequenzgang verändert sich, weil zum Beispiel ein Hochtöner oder der Verstärker vom Hochtöner irgendwo Richtung Clipping geht oder dadurch, dass zum Beispiel Schwingspulen heiß werden, gibt es Power Compression. Das heißt, der Lautsprecher kriegt eine höhere Impedanz, kriegt nicht mehr so viel Output raus. Und all diese Faktoren wurden halt versucht, beim Leo wirklich
auf das absolute Minimum zu reduzieren. Das heißt, dieses System mache ich an und gebe Gas und gebe Gas und ich habe das Gefühl, dieses System hat wirklich endlos Headroom, weil es verändert sich nichts. Also dieses Schreien, was man irgendwo von PA-Systemen kennt, wenn die halt richtig hart geprügelt werden, das gibt's hier nicht. Es bleibt immer gleich, egal in welcher Lautstärke ich fahre, ob ich den Hahn aufreiße oder ob ich bei moderatem Pegel arbeite. Auf eine zusätzliche Delay-Line wurde allerdings bei David Garretts Konzert auf dem Königsplatz trotz allem nicht verzichtet. Bei Windstille würde man es wahrscheinlich nicht verwenden müssen, aber es ist schon Gutes zu haben, weil, wie gesagt, du weißt nie, was der Wind tut. Und da hinten noch mal ein bisschen auffrischen zu können, ist auf jeden Fall mal sinnvoll. Der Begriff Linearität bezieht sich übrigens nicht auf einen völlig ebenen Frequenzgang von Leo. Gemeint ist das Fehlen von Störgeräuschen, die üblicherweise durch die Überbeanspruchung eines Beschallungssystems entstehen. Gemeint sind aber jetzt nicht die Färbungen durch Frequenzgang, sondern es sind diese Färbungen, die halt durch dieses Kompressionsverhalten ab gewissen Lautstärken etc. auftreten, weil jede Kompression, jedes Verzerren bedeutet ja auch unter anderem, dass aus einer Sinusschwingung zum Beispiel, das geht dann ein bisschen Richtung Rechteckschwingung, das heißt, es kommen Obertöne hinzu, das heißt, ich füge dem Signal Material vor, was eigentlich gar nicht drin vorhanden ist. Und das Material, was eigentlich nicht vorhanden ist, kann ich auch per EQ nicht mehr korrigieren. Ein Frequenzgang eines Lautsprechers ist wieder eine ganz andere Sache. Das ist halt, ob ich es jetzt gerne mehr rosa oder mehr gelb habe. Das ist kein Problem. Das kriege ich korrigiert. Aber dieses Hinzufügen, diese Verzerrungen, diese ganzen nicht-linearen Verzerrungen, die da passieren, um die geht es bei diesem ganzen Sammelbegriff Linearität. Ein weiterer Vorteil ist, dass jedes Modul über einen einzelnen Prozessorkanal verfügt, wodurch sich das System wesentlich genauer an die jeweilige Situation anpassen lässt. Auch Beamsteering ist damit laut Mundorf im Bereich des Möglichen. Ein Line-Array ist ja eigentlich das, was wir in der Beschallung überhaupt nicht haben wollen. Das ist ja eigentlich unser totaler Feind, weil ein Line-Array hat eine im Idealfall unendlich enge Bündelung. Was ich brauche, ist eine skalierbare, also in der vertikalen Abstrahlung skalierbare Schallquelle. Das heißt, immer wenn ich irgendwo ein Line-Array aufhänge und anfange, das zu tunen, tue ich ja eigentlich alles, damit das Line-Array nicht als Line-Array spielt. Das haben wir früher so gemacht, dass wir halt ein Line-Array von, ich sag mal, jetzt in der Größenordnung 12 bis 16 Lautsprechern in drei Zonen unterteilt haben und diese Zonen dann entsprechend unterschiedlich behandelt haben. Wir wollen das Ganze jetzt halt ein bisschen genauer haben und deswegen ist die Idee beim Leo-System und die halt auch mit den dafür vorgesehenen neuen Callisto-Prozessoren, dass wir sagen, jeder Lautsprecher kriegt seinen eigenen Prozessorkanal, um einfach da noch viel genauer eingreifen zu können. Und mit der digitalen Power, die wir da zur Verfügung haben, können wir natürlich auch noch ganz andere Sachen machen, als jetzt nur ein gewisses Gain-Tapering oder EQs anders machen, je nachdem, wie weit ich weg bin. Wir können auch zum Beispiel in den Bereich Beamsteering reingehen. Das ist ja auch mittlerweile relativ gut erforschtes Gebiet. Es gibt ja auch bei Meyer Sound einige Lautsprecher, die auf diesem Prinzip basieren. Und dieses Wissen wird jetzt natürlich auch da rein transferiert. Dafür ist es halt notwendig, dass wirklich jeder Lautsprecher komplett einzelnes, unabhängiges Processing hat. Aber selbst wenn man nicht so tief reingeht, ist das eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte zum Beispiel vor 3 Wochen ungefähr waren wir in Bad Segeberg, wo die PA in einem Liar Tower drin hing, der komplett mit Gase verkleidet war. So, und normalerweise machen wir also die Ausrichtung der Systeme optisch, dass man also sich einfach in die letzte Reihe stellt und da, wo ich zwischen den obersten beiden Boxen durchgucken kann, ist der Winkel richtig. Nur mit einer Gase geht das nicht. Da haben wir dann einfach die oberste Box alleine mit Rauschen angeschaltet und einfach gehört, kommen hier oben Höhen an, kommen sie nicht mehr an. Ist natürlich auch was ganz anderes, als wenn ich nur eine obere Zone von 5 oder 6 Lautsprechern hätte anschalten können. Also es sind so die Kleinigkeiten. Es bringt viele Vorteile. Man muss erstmal umdenken, weil es wird natürlich komplexer. Aber wenn man es mal, wenn man sich mal reingefummelt hat, ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Als FOH-Pult verwendet Kai Ulrich eine SD7 von Digico. Anfängliche Stabilitätsprobleme wurden gelöst und er ist vor allem von der Flexibilität des Pultes beeindruckt. Die SD7 kann viele Signale verwalten, das könnten andere Pulte auch, aber ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, 24 VCA-Gruppen oder Control Groups zu verwenden. Das ist einfach sehr hilfreich, eine Menge Fader da zu haben. Und es gibt halt eine Menge Routing-Optionen, die es bei anderen Pulten schlicht nicht gibt. Das kommt im Monitor noch mehr zum Tragen als hier vorne.
weil im Monitor zum Beispiel solche Sachen passieren, wie dass man sämtliche Geigen auf den Bus tut und den Bus wieder als Input für einen Kanal zu verwenden, um ihn von da aus zu verteilen. Das können andere Konsolen eigentlich nur, indem man es außen wieder umsteckt sozusagen, und die SD7 kann das eben intern machen. Das heißt, sie hat einfach sehr viele Möglichkeiten und sie läuft mittlerweile, muss man sagen, auch sehr stabil. Also ich habe seit Ewigkeiten keine Probleme mehr gehabt. Und zum Abschluss darf natürlich der 19-Zoll-Schwenker durch das Sidetrack an der Seite der SD7 nicht fehlen. Also ich bin halt ein großer Fan von SPL-Geräten. Somit habe ich jetzt, also Davids Geige, die kommt zwar natürlich ganz normal über die Stagebox nach vorne, wo ich sie auch nehmen könnte, so als Spare. Aber ich lasse sie mir analog nach vorne liefern, schicke sie dann durch einen SPL-Frontliner. Das ist ein sehr hochwertiger Röhrenvorverstärker mit EQ, mit Kompressor. Und das hat den Vorteil zum Beispiel, ich habe ja verschiedene Layer auch, in denen ich mal rumspringen muss, aber egal wo ich bin, habe ich Davids Geige an diesem Gerät immer da. Also ich kann sie jederzeit beeinflussen, auch wenn ich gerade sie auf dem Pult nicht da hätte, sozusagen, weil ich auf einem anderen Layer bin. Ebenso benutze ich einen Trensen-Designer von SPL für meine Bassdrum und für drei von den Toms. Ich benutze einen Dynamax von SPL, um den Bass zu komprimieren, weil das einfach eine schöne Kompression ist. Und dann habe ich noch so ein bisschen Spielzeug. Also ich habe halt für Davids Geige ein Lexikon PCM90, weil ich aus alter Zeit einfach diesen Konzerthall, den ja jeder so liebt, auch liebe und ihn da auch im Vorfeld schon leichter editieren kann, weil ich schon weiß, wie es klingen wird. Und als wirkliches Gimmick benutze ich ein Revs 5. Das sollte mal ein SPX90 werden, aber es gab keins mehr. Das ist einfach nur dafür da, um auf die Toms so ein kleines Gated Reverb als Schmatz oben drauf zu setzen. Und das ist ein Gated Reverb, was nach dem SPX90 kein Gerät mehr konnte. Also ab SPX900 war dieses Gated Reverb nicht mehr vorhanden. Und ich mochte das auch aus alter Zeit und das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Aber damit ist das Outboard eigentlich auch schon gegessen. Mehr habe ich nicht. Ansonsten benutze ich interne Effekte, die internen Dynamics und kommen damit gut zurecht.